Bisschen pass auf. Sören, Rücken. Kevin. Ja, gut. In der Mitte. Thank you.
Ja, Oliver, heute 2-4 hier verloren in Storkow. Bist du sehr enttäuscht mit dem Ergebnis? Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Ich glaube, ich spreche auch im Namen unserer Mannschaft halt, dass wir sehr enttäuscht sind. Weil Zielsetzung war natürlich hier 3 Punkte zu holen, so wie letzte in der Saison. So war auch die Marschroute. Hat leider halt nicht ganz geklappt. Aber wir schauen vorwärts und schauen dann auf nächstes Wochenende. Mhm. Ja, in der letzten Saison seid ihr ja überraschenderweise in der Kreisliga West gelandet. In der Matz-Sonderbeilage war zu lesen, diese Saison habt ihr ausdrücklich einen Antrag gestellt, in der Kreisliga West zu bleiben. Was waren da die Gründe? Was genau die Gründe war, einfach mal, weil wir halt uns gesagt haben, dass es vom Spielerischen her wesentlich besser ist, hier in der Reststaffel halt zu spielen, weil die Mannschaften zwar auch körperbetont spielen, aber halt nicht nur so körperbetont, sondern einfach mehr Wert auf spielerischer Linie. Okay, ja, die Saison ist zwar noch jung, aber ich denke, den Start habt ihr euch auch ein bisschen anders vorgestellt. Bisher auf dem Konto gerade mal 1 Punkt. Ja, wie sieht die Zielstellung aus? Also ich meine, in der letzten Saison wart ihr ja für mich die Überraschungsmannschaft, seid Vierter geworden. Aber wie sieht es dieses Jahr aus? Ja, ich glaube, die Saison, den Saisonstand haben wir bis jetzt ein bisschen noch verpatzt. Ja, ich glaube, von den 4 Spielen, die wir jetzt machen wollten, wollten wir eigentlich mindestens 10 Punkte holen. Ist natürlich durch urlaubsbedingte Ausfälle, Krankheitsausfälle und so weiter, ist natürlich unser Kader auch geschrumpft. Und ja, deswegen haben wir unser 4. Spiel mit der 4. unterschiedlichen Defensive halt gespielt. Und so ganz die Routine ist halt noch nicht drin. Ne? Und da ist jetzt natürlich oberste Priorität halt, das zu festigen. Und dann gucken wir einfach aufs nächste Spiel mit, wo wir dann nächste Woche unsere ersten 3 Punkte einfahren wollen. Und dann ist eigentlich unsere Zielstellung sicherlich, so wie letztes Jahr, ziemlich weit oben wieder mitzuspielen. Alles klar. Bedanke mich fürs Gespräch und für den Rest der Saison viel Erfolg, wenig Verletzung. Ich danke, vielen Dank. Ja, Max, 2-facher Torschütze heute beim 4-2-Sieg gegen Klosterfelde 2. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also so oft habe ich jetzt noch nicht gespielt in der ersten Mannschaft. Ist was anderes als in der Jugend, definitiv. Gerade mit der Konkurrenz, wenn wir jetzt noch Jakob Höhl haben, der ja heute gesperrt gefehlt hat. Trotzdem bin ich sehr zufrieden. 2 Tore haben zum Sieg geholfen. Natürlich zählt die Mannschaftsleistung im Vordergrund. Die Flanken waren super. Und ja, dann muss ich die verwerten. Hätte vielleicht mal 1-2 Tore mehr machen können, aber bin so sehr zufrieden. Okay. Ja, Max, du hast ja schon die Mannschaftsleistung angesprochen. Wo hast du heute unsere Vorteile gesehen im Spiel? Also erstmal habe ich heute unsere Vorteile in der kleinen Chancenverwertung gesehen. Auch gerade in der ersten Halbzeit. Die Tore von Klosterfelde fallen unglücklich nach einer Ecke, waren nicht gut verteidigt und das letzte Tor, da hat dann im Endeffekt auch ein bisschen die Kraft gefehlt von Klosterfelde, aber bei uns war es dann halt zum Schluss die läuferische Stärke und ich denke im Endeffekt auch die Chancenverwertung, das war dann so der Punkt, weil ja, am Ende zählen ja die Tore und deswegen denke ich, sind die entscheidend. Okay, alles klar. Bedanke mich und wünsche dann in der Zukunft auch weitere schöne Tore. Alles klar, ich habe zu danken.